Hi, ich bin's wieder, auch JJ. Und ich habe heute ein Like a Barbie Missy. Übrigens, heute spielt Deutschland und vor meinem Fenster ist halbe Fußballmannschaft. Hi, ich bin's wieder, auch JJ. Und in diesem Like a Barbie mäßigen Video geht's um diesen Ding, Kopfding und diesen Haarbinders. Ich habe nämlich für euch ein paar Frisuren, die ihr mit Tail Extensions sehr gut machen könnt. Natürlich könnt ihr den auch mit anderen Extensions ausprobieren, aber ich habe Tape Extensions und deswegen sage ich, dass es für Tape Extensions ist. Und bevor ihr mich wieder fragt, meine Extensions habe ich von Verlocke. Den Link packe ich euch unten in den Infobox. Und ich habe den Farbe, weiß ich jetzt gar nicht mehr, steht auch unten in der Infobox. Und ja, danke, ich weiß, meine Extensions sind super. Danke für den Applaus. Ja, die gucken unten Fußball. Da ist so Fußballfernseher vor meinem Fenster aufgebaut. Ist okay, Leute, ist okay. Auf jeden Fall habe ich den Extensions in den Länge 50 cm. Naja, auf jeden Fall, ich packe euch alle Sachen von den Extensions unten in den Infobox und zeige euch jetzt ein paar Frisuren. Also macht den Augen auf und guckt genau hin. Ihr nehmt eure Haarbinders, aka Haargummis. Und ja, einfach euren Haaren. Also euren Extensions macht ihr einfach hier über den Seite. Autsch. Dann teilt ihr den Haaren. Ich komme mal weiter ran, wegen den ihr sonst nicht seht. So, geteilt, ne? Packt ihr den hier erstmal an die Seite. Und den dreht ihr einfach in die Richtung. So. Und dann nehmt ihr den einfach in den Mund zum Halten. Und jetzt macht ihr das mit denen in den Richtung. Okay. Und dann nehmt ihr die und dreht den so zusammen, aber ihr dürft den hier unten nicht loslassen. So. Und dann macht ihr hier unten den Haarbinder, aka ein Haargummi ran. Dann ist das nichts geworden. Was ist denn jetzt passiert? Okay, da ist irgendwie nichts geworden. Also nochmal. So. Und dann habt ihr so eine Drehung. Ich bin fast auf den Fresse gefliegt. Wenn euch das hier so rausfällt und so, könnt ihr einfach so ein Tüchchen nehmen. Könnt ihr den einfach ummachen. Und ja, den war der ersten Frisur. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Frisur. Den zweiten Frisur, dann nehmt ihr einfach euren Extensions und macht den auf den Seite hier. Und dann teilt ihr den einfach hier. Und dann dreht ihr den hier. Und dann könnt ihr den im Mund nehmen, dass ihr den festhaltet. Und könnt auch drehen. Und dann nehmt ihr den und dreht den hier auch einfach so zusammen. Dann nehmt ihr euren Haarbinder wieder, aka Haargummi. Und macht den fest. So. Hä? Was ist denn hier passiert? Ja, aber das ist auch super. Und dann könnt ihr einfach euren Tuchchen nehmen. Den ist doch richtig like a Barbie. Sieht sehr auch gut aus. Sieht aus wie von Disney. Das ist die zweite Frisur. Und jetzt kommt die dritte Frisur. So, bei der dritten Frisur geht den Party ab. Und dann schlagt ihr, also so, und dann macht ihr den so. Und dann nehmt ihr einfach euren ganzen Haaren hoch. Also so. Oh, das ist so schwer. So. So, also da macht ihr einfach einen Schwanz vom Pferd und dann nehmt ihr diesen euren Band einfach wieder. Damit man hier euren Extensions nicht sieht, ist der super Trick. Bisschen schieferig.
Bum, bum. Und dann nehmt ihr hier, teilt ihr den Hahn und dreht ihn in eine Richtung. Und dann nehmt ihr den im Mund und drückt ihn in der Richtung. Und dann dreht ihr den zusammen. Dann nehmt ihr wieder euren Haarbinder, aka den Haargummi. Ey, das ist Genie in the Bottle. Ja, yeah, und den Frisur ist auch richtig geilrig. Und wir können dann sogar noch den hier so rumdrehen und so festdecken. Und dann habt ihr sogar noch so einen. Das waren meine drei, oder kann man auch sagen vier, Likey Barbie-mäßigen coolen Frisuren. Ciao, bis zum nächsten Pow. Pow!